An der Christzeit muss es für mich immer ein Stollen gehen. Wie so ein Hirfstollen machen, ist wirklich mega viel Arbeit. Du willst machen, ich lo immer mein Quick-Quark-Stollen. Den ist ganz fix und schmeckt genauso gut. Für meine Stollen brauche ich gute Butter, eher Mehl und Zucker, gedrischend Früchten, Marzipan und weiße Käse. Ein Hirfstollen muss normalerweise lang geknirrt gehen und danach abgehen. Und mit Backpulver geht das alles ganz, ganz schnell. Als erstes schlage ich mal 2 Eier ab. Und da kommt ein bisschen Zucker dabei. Und ich gehe noch nach einem guten Löffelchen Vanillezucker dabei. Und da kratze ich auch noch Kerne von einer Vanillestange raus, weil das noch ein paar extra Vanillesgut gibt. Und da kann ich mein Eier nur abschlagen. Und da schneide ich 200 Gramm Butter an Küben. Und die geht da nur mit den Eier glatt geschlagen. Und da kommt da nur noch weiße Käse dabei. Und ich benutze hier mehrere weiße Käse, weil ich habe schon genug Butter dran. Und der weiße Käse, den möchte, dass das nur richtig gute saftige Stollen gibt. Weil Heinz, du hast die Stollen ja ganz ein bisschen drischen. Und der Titan ist die Superpower, der kleine Trick, den das gut mischt. Und da wird das ganz drin vermischt. Und da gehen die drischen Ingredienten an einer zweiten Schüssel vermischt. 500 Gramm Mehl, 5 Teelöffel Backpulver. Und da müssen auch noch Stollengewürze ran. Und da ist eine Mischung aus Kanel, Massi und Kardamom. Und die kriegt ihr in der Christzeit an allen Supermärkten zu kaufen. Und das geht so los, richtig pastendig. Und das ist ein bisschen zu viel für meine Maschine. Da wirst du wieseln, ich lo auf meine Dough-Hooks. So, da geht es besser. Ich bin ehrlich gesagt nicht mehr gewinnt, bei der heute Maschine zu schaffen. Ich bin normalerweise der Erste an dem KitchenAid daheim. So, also fehlt noch das, was du zu einem richtigen Stollen mischt, gedrischend Obst. Und ich habe hier ganz, ganz viele Korinthen, die ich immer nur am Rum gesaugt habe, für das ich gut mal da absauren. Und die kommen da bei den Deich dabei. Und kann gut sein, dass noch ein bisschen Rum an der Schüssel ist, aber die kann auch gerne mal dabei kommen. Und da kommt auch noch eine riesige Portion Orangeade dabei. Ich finde das so gerne. Und all das Obst muss dann auch noch gut am Deich verdehlt gehen. Und ehrlich gesagt, also, das geht am besten mit den Händen. Alle hab. Sie sind proper. Ja, und die Christstollen, die könnt ihr eigentlich aus Dresden. Und sie sind sogar von der EU geschützt, sodass neben 130 Bäcker zu Dresden dürfen ein original Dresdner Christstollen verkaufen. Das ist definitiv nicht ein Original. So, also kann den Deich auf ein Backblech kommen, wo Backpapier ja drauf ist. Und könnt ihr eh Riesenstollen machen oder wie ich, möchte ich den Zwemi länger. Da kann ich ihn eh verschenken. So, und ich lasse nass hin, weil da passt das Mann unten hin. Das ist nämlich ganz praktisch dann. Dann mache ich erst mal einen Bull. So, und dann drücke ich das zweimal an. Einmal links und einmal rechts. Und da könnt ihr an die eine Seite einen Strohl Marzipan. Yummy, das muss ich immer sehen. Und da rollen ich den Deich über sich selber, sodass er an die andere Seite, an den anderen Kleinklar so ran, rüber drauf fällt.
Also kriegt man da seine typische Stollenform und das soll ausgesehen wie Christkant, weil so angewickelt ist. So, und dann mache ich nur noch meinen zweiten Stollen und da können sie gleich an die Schäfchen gehen. Oh, das ist perfekt, mein kleiner Stollen. Und das riecht doch schon so gut hier an der Küche. Es ist wirklich schön, dass ihr nicht hier sehen könnt. So, hier holen wir von den kleinen Korinthischen, die schwarz sind und ein bisschen verbrannt sind, der pur Rauf, weil das nämlich nur so Butter an. Ich finde das normalerweise nicht ganz gern. Also schlossen da auch noch genug drin, gell? Aber das sind viele dicksten, die am meisten gut hatten. So, hallo streichen ich geschmolzene Butter über den nach warmen Stollen. Nicht zu wenig, weil da bleibt nämlich der Puderzucker gut drauf passen. Und da könnt ihr noch eine ordentliche Portion Puderzucker drüber. So, da kann Delo mal eine Viertelstunde rasten und danach kriegt ihr noch ein gut Kusch Butter und Puderzucker drauf. Alle, schön grüß dich und los ich gut daheim verwinnen.